Vielen Dank. Liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte in den Deutschen Bundestag, um dem schlechtesten Minister dieser Bundesregierung etwas zu entgegnen. Franziska hat es schon gesagt. Ich arbeite bei der BVG. Das Thema Mobilität ist mein Herzensthema. Und ich glaube auch, das Thema Mobilität ist das große Zukunftsthema unserer Zeit. Und diese Frage der Mobilität, die möchte ich beim nächsten Mal nicht wieder an die Scheuer überlassen, liebe Genossinnen und Genossen. Mobilität bedeutet, soziale Teilhabe zu organisieren. Es geht darum, wer kann sich in unserer Stadt, in den großen Metropolen, wohin bewegen? Alte, Kinder, diejenigen, die sich kein Auto leisten können. Und tatsächlich ist es so, dass 44% von denen, die nicht so viel verdienen, auch kein Auto haben. Autobesitz hat auch etwas mit dem Gehalt zu tun. Es geht also darum, wie organisieren wir eine Mobilität, die inklusiv ist, die alle mitnimmt, die keinen ausschließt. Und so eine Mobilität kann nur öffentlich organisiert werden, über den ÖPNV. Es geht darum, den Klimawandel voranzutreiben. Mobilität ist eine der entscheidendsten Fragen, wenn es darum geht, wie das Klima der Zukunft aussehen wird. Ob wir es schaffen, diesen Klimawandel voranzutreiben, entscheidet sich auch auf dem Mobilitätssektor und entscheidet sich auch im Deutschen Bundestag, was wir ermöglichen und wo wir auch sagen, da achten wir darauf, dass diejenigen, die das meiste CO2 ausstoßen, auch entsprechend besteuert werden. Und Mobilität ist eine Frage der Lebensqualität. Es geht darum, wie sicher man vor seiner eigenen Haustür ist, ob man sicher zur Schule oder in die Kita kommt, ob man es schafft, über die Straße zu gehen und ob man es schafft, schnell irgendwo anders, gerade in einer großen Stadt, zu sein. Mobilität hat damit was zu tun, wie wir tatsächlich fatale Unfälle verhindern. Deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, und vieles davon wird im Bundestag entschieden. Bei Mobilität stellt sich die Frage der Sozialdemokratie. Verändern wir die Gesellschaft gemeinsam oder arbeiten wir vereinzelt an individuellen Lösungen? Das ist übrigens keine Frage zwischen Auto und Fahrrad. Es ist eine Frage dessen, wie viel wollen wir öffentlich in unserem Gemeinwesen organisieren. Und der Bund hat bei dieser Frage einiges zu entscheiden, liebe Genossinnen und Genossen. Er finanziert die U-Bahn, die wir in dieser Stadt als einzige Partei ernsthaft bauen wollen. Ob zum Märkischen Viertel oder zum neuen Flughafen. Ob in Spandau oder bei mir von der Krumme Lanke bis zum Mexikoplatz einen Lückenschluss zu machen und dort die U-Bahn zu verlängern, von Steglitz nach Lankwitz, wo es heute schon bitter nötig ist. Er finanziert den Ausbau, den wir haben beim Regionalverkehr und bei der S-Bahn. I2030 ist da das Stichwort. Und er bestimmt über das Personenbeförderungsgesetz. Das hört sich jetzt unwichtig an, aber es geht darum, wer Mobilität eigentlich gemeinschaftlich anbieten kann. Es geht darum, ob die Ubers dieser Welt sich auch in Deutschland durchsetzen. Und da merkt ihr, es geht nicht nur um die Kundinnen und Kunden von Mobilität, sondern es geht auch um die Beschäftigten. Es geht um das Thema gute Arbeit. Das ist mir als BVGer besonders wichtig. Mobilität und Freizügigkeit darf nicht auf dem Rücken derer ausgetragen werden, die das tagtäglich bereitstellen. Ich will nicht, dass sich Fahrerinnen und Fahrer auf einer Plattform verkaufen müssen und dass wir den Preis für jede Fahrt um jeden Cent der Personalkosten drücken. Ich möchte keine Übermüdung, ich möchte keine Unfälle und ich möchte keine Ausbeutung. Und alles das können wir beim Thema Mobilität im Bundestag lösen. Es geht um die großen Infrastrukturen. Es geht darum, die Bahn zu ertüchtigen, Güter auf die Schiene zu kriegen und innerdeutsche Reisen vom Flugzeug in den ICE. Und es geht nicht darum, die nächste Umgehungsstraße in Bayern zu finanzieren. Das ist mein Punkt, liebe Genossinnen und Genossen. Die Corona-Krise hat gezeigt, was an dieser Gesellschaft schiefläuft. Starke Schultern tragen wenig und schwache Schultern tragen viel. Die Leistungsträgerinnen dieser Gesellschaft, Krankenschwesterinnen, Busfahrerinnen, diejenigen, die den Einzelhandel im Leben halten, die in der Kita arbeiten, das sind diejenigen, für die wir Politik machen sollten. Ich merke das selber gerade als Vater von zwei Kindern, der ganz paritätisch in seiner Familie Elternzeit genommen hat. Wir haben uns das paritätisch geteilt, wie wichtig eine Politik im Bund ist, wie sie zum Beispiel Franziska Giffey macht. Dafür auch nochmal vielen Dank. Das will ich weitertreiben. Dafür will ich mich
einsetzen. Es ist an uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, diese Gesellschaft zusammenzuhalten. Und es ist auch an uns, sie voranzubringen. Sven Schulz hat vorher geredet und ich möchte mich nochmal ausdrücklich bei ihm bedanken für eine Sache, nämlich was er an Geld für Wissenschaft und Forschung nach Berlin geholt hat. Michael Müller hat es vorher schon gesagt, aber es ist wirklich ein Kapital dieser Stadt und es ist wichtig, bei diesen Zukunftsthemen, Wissenschaft, Forschung, bei der Frage, wie das BAföG ausgestaltet ist, eine Abgeordnete oder einen Abgeordneten aus Berlin im Bund zu haben. Als letztes möchte ich noch einen Punkt einbringen, warum ich in den Deutschen Bundestag möchte. Ich möchte gegen schwarz-grüne Mehrheiten organisieren. Ich erlebe das jeden Tag in Steglitz-Zehlendorf, liebe Genossinnen und Genossen. Und was den Schwarz-Grünen fehlt, das ist das Verständnis vom gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die sanieren keine Schulen bei uns, die schaffen es sich nicht, für kleine Gewerbetreibende einzusetzen. Gerade da müssen wir beim Mietrecht dafür sorgen, dass es endlich auch ein Gewerbemietrecht gibt. Die lassen Märkte bei uns ausbluten und die schaffen es noch nicht mal, einen geraden Wattweg zu bauen. Deswegen, bitte unterstützt mich für den Deutschen Bundestag. Ich werbe darum, um euer Vertrauen, um eure Stimme. Vielen Dank.